Guten Morgen. Heute ist Sonntag, es ist schönstes Wetter der Welt und wir fahren heute wohin? In den Eifelpark nach Gondorf. In den Eifelpark nach Gondorf. Ich habe schon gehört, es gibt Tiere, es gibt was zu fahren, von daher. Hunde. Es gibt eine Hundeshow, eine Flugshow, glaube ich auch, ne? Ich glaube. Ich lasse mich heute überraschen. Wir lassen uns heute überraschen. Wir waren da noch nie, wir fahren da jetzt hin. 2 Stunden haben wir noch vor uns und deshalb legen wir jetzt los. Ne? Genau, los okay. Geht's. Da geht's für uns nicht hin. Nach dem Park? Ich bin sehr gespannt. So ein neuer Park ist immer ganz toll. Also ein Park, wo wir noch nicht waren. Auch die Mischung ist ganz cool zwischen Fahrgeschäften und Zoo. Also das, was wir so gelesen haben. Ich bin auch ziemlich gespannt. Ich mag ja Tiere, vor allen Dingen Hunde. Und freue mich besonders auf die Hundeshow. Ich hoffe, es findet auch statt alles. Und von den Fahrgeschäften her, worauf bist du denn am meisten gespannt? Kühe melken. Kühe melken. Ist doch kein Fahrgeschäft. Aber kann man machen. So, angekommen, gerade geparkt. Jetzt gehen wir mal Richtung Eingang. Wir wissen gar nicht, wo der Eingang ist. Deshalb laufen wir jetzt einfach mal den Leuten hier Richtung Eingang hinterher, hoffen wir. Die kennen sich alle aus. Warte mal, hier muss ich mal ranzoomen. Was ist das? Da läuft ein Pferd. Du musst jetzt den Berg hochlaufen. Ich muss den Berg hochlaufen? Ja, du musst jetzt den Berg hochlaufen. Ah, das kriegen wir schon hin. Berg hochlaufen können wir. Sind wir gewohnt bei uns in Grevenbroich. Da gibt es auch ganz große Berge. Ja. Das ist aber ein kleiner Bär. Guck mal, wie süß. Wo ist der Bär denn da? Er hat jetzt Pause. Wo sind wir denn? Wir sind jetzt hier. Eingang Bergparkplatz. Genau. Dann gehen wir einfach mal hoch, bis wir zu den Alpakas kommen. Ja. So, da sind wir drin im Eifelpark. Jetzt gucken wir mal, wo wir hier sind. Es geht ganz schön bergisch rauf und runter. Wir sind ja mitten in den Bergen hier in der Eifel. Wir haben schon gesehen, hier hinter uns da oben ist ein Autoscooter. Und da vorne ist schon der Freifallturm und wir gucken jetzt mal, wo wir jetzt hingehen. Wir haben nämlich keinen Plan. Doch, wir haben einen Plan. Aber ja, wir haben den Parkplan und der Parkplan zeigt uns jetzt, wo wir hingehen. Wir gehen einfach mal geradeaus und gucken, was da so kommt. Also wir sind jetzt hier, wir laufen jetzt hier und dann gehen wir hier rein und da hoch. Und dann da hoch, so der Plan. Stehst du an? Fürs Ponyreiten.
So. Gerade zwei Runden Autoscooter gefahren. Voll cool, wie auf der Kirmes damals. Ewig nicht mehr gemacht. Letztes Mal, glaube ich, auf dem Fandomio in Dortmund. Aber hier konnte man zwei Runden sogar sitzen bleiben. Das war ganz cool. Fährt sich halt relativ alt, sehr rappelig. Was gibt's hier noch? Da hinten gibt es noch so ein kleines Kinderkarussell. Trampoline. Mit Pferden. Trampoline ohne Pferde. Und hier gibt es nochmal so eine Pferderennbahn. Da ist Jenny schon gefahren. Und jetzt begeben wir uns mal in den nächsten Teil. Der nennt sich hier der Piratenplatz. Und das gibt's da alles. Dieses Wasserrondell gefahren. Ja, war ganz cool, aber leider war zu wenig Wasser drin. Das heißt, man kann sich gar nicht mehr richtig ranziehen, so wie es eigentlich gedacht war, dass man sich erst ranzieht und dann so nach außen schwingen lässt. Ne? Bei dir hat es auch nicht geklappt. Nein. Nee, leider doof. Also haben wir schon besser gefahren. Im Holiday Park sind wir das gefahren. Das war wirklich cool, aber hier war leider zu wenig Wasser drin. Im Holiday Park hatten wir auch nasse Füße. Ja, in der Tat. Es war richtig nass. Und jetzt machen wir nichts Nasses. Wir fahren jetzt eine Runde Achterbahn und zwar dieses kleine Gerät hier. Ja, klassischer Wurm, wenn man ihn von der Kirmes kennt, gibt es ja irgendwie 100.000 Mal gefühlt auf der ganzen Welt. Hier als Piratenschiff thematisiert. Schön, und das fahren wir jetzt mal. So, neuer Account, auf geht's. So, gerade dieses komische
weiß nicht, Autofahren mit Booten gemacht. Man konnte selber steuern, also je nachdem, wenn man rechts oder links lenkt, dann fährt man halt die Wand hoch oder nicht. Wie hat's dir gefallen? Mir hat's gut gefallen, aber wir durften nicht zusammenfahren. Nee. Wir waren nur zu fett. Wir waren zu schwer, weil im Sitz sind Sensoren, man muss sich anschnallen, da sind Sensoren. Genau. Die Tür muss zu sein, da sind Sensoren. Und das verstehen leider von den paar Gondeln da die Hälfte nicht. Wir auch nicht. Wir haben nämlich unseren Nachbarn angeschnallt, der gar nicht da war. Ja, die Frau sagte, alles anschnallen. Und das habe ich gemacht. Auch wo keiner saß, habe ich angeschnallt. Das war falsch, aber naja. Egal, wir gehen jetzt mal weiter. Hier gibt es noch eine wilde Maus und einen Freefall Tower. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Und da ist ein Hund. Gerade hier den 80 Meter hohen Freifallturm von Funtime gefahren. Fortress cool. Tower. Der Fortress Tower. Normalerweise ein reisendes Geschäft, was man auf der Kirmes finden kann. Steht dieses Jahr hier im Alpenpark und wir hatten jetzt mal das Glück, dass wir hier mitfahren konnten. Sind auch direkt sitzen geblieben, war kein Mensch da. Genau, wir fahren nämlich nur die älteren Herrschaften, also die Väter und so mit. Für kleine Kinder ist das eher weniger was. Aber schon cool, ey. 80 Meter hoch, ziemlich intensive Fahrt, habe ich nicht so erwartet. Die Funtime-Dinger von der Kirmes sind irgendwie anders. Von daher fährt er sich wirklich gut. Da fährt er gerade hoch, sieht man ihn. Für den Funtime-Turm super cool, kann man machen. Bist du gespannt? Sehr gespannt. Wilde Maus, bin ich noch nie gefahren in meinem Leben. Keine Ahnung, wie das ist. Ich möchte nicht nochmal. Aber schön. Hallo!
den Streichelzoo schön hinter uns gebracht. Jenny hat ganz toll Ziegen und Schafe gefüttert. Aber hier gibt es auch noch Pferde, also Ponys gibt es hier noch und dann noch so Hühner, Enten, Gänse, was man so kennt. Man kann füttern, 1 Euro kostet der Kram und dann kann man die Leute im, dann kann man die Tiere im Streichelzoo füttern. Da ist die Jenny. Wo gehen wir denn jetzt hin? Fasziniert. Wo gehen wir denn hin? Wir laufen hier mal weiter durch den Park. Ich weiß gar nicht, wo es hier weiter hingeht. Aber wir holen mal den Parkplan raus und gucken mal, wo wir sind. Hundeshow. Ja. So, wir gehen jetzt hier mal ein bisschen weiter. Hier ist ein bisschen ruhiger. Können wir ein bisschen was erzählen noch, ja. Insgesamt kann man sagen, der Park ist sehr sauber, sehr gepflegt auf jeden Fall. Die ganze Anlage ist in Ordnung hier, Blümchen und so. Richtig toll gestaltet, gefällt uns sehr, sehr gut. Sehr sauber vor allem. Ja. Schön am Hang gelegen, so mitten in der Eifel. Man läuft viel bergauf, bergrunter. So, ersten Parkteil gut hinter uns gerichtet. Jetzt gehen wir hier den Berg, geht's wieder bergab. Berg runter und gucken mal, wo wir dann auskommen. Unten gibt es noch Tiere. Jenny will unbedingt noch die Hundeshow gucken. Und also generell ist der Park wirklich sehr toll. Ja, die haben einiges zu bieten. Auch für, also wirklich für die kleinen Kinder gibt es hier ganz außergewöhnlichen Kram. Wie zum Beispiel oben diese kleine Baustellentour. Da kann man mit Baustellenfahrzeugen so eine Strecke abfahren. Das war möglich, also habe ich noch nie gesehen, sowas. Dann konnte man auf jeden Fall mit so kleinen Baggern baggern. Wirklich sehr, sehr cool für kleine Kinder. Ansonsten hat man da oben noch so einen Kettenflieger gehabt und einen großen, war das ein Piratenspielplatz? Das war, nee, so ein Westernspielplatz, wir waren ja hier im Westernteil, genau. Und hier oben noch so einen großen Kinder-Western-Spielplatz, das war super. Und jetzt gehen wir mal den Berg runter, gucken, wo wir auskommen. Ich habe keine Ahnung. So, wir laufen jetzt hier durch den Wald. Da, Wald, Wald. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Aber hier soll es Tiere geben. Ja, gucken, ob wir welche finden. Die berühmten Waldtiere. Da ist ein Tor. Da ist ein Tor mit Tieren. Da gehen wir jetzt rein. Tiere gucken, da kommen Leute raus, dann sind wir auf jeden Fall richtig. Hier im großen Wald zu Gondorf. Da vorne, der Hirsch. Der Hirsch? Noch mehr da oben. Gehst du am Platz, stopp! Was soll denn das dann? Ärgerst du mich jetzt schon? Komm mal her, Merlin. So, Leo, leg du dich mal hier hin. Leo, mach mal down. Komm her, Merlin. Ja. Husch. Und eine Rolle. Hab. Und eine Rolle. Und zurück. Und jetzt zeigt mal das Liebespaar. Könnt ihr das Liebespaar machen? Set up. Leo, sitz! Sitz! Sitz, sitz, sitz! Stay. Together, together. Together. Ja, das habt ihr toll gemacht, ihr zwei. So, gerade hier die Hundeshow geguckt, war ganz gut, oder? Hat's dir gefallen? Ja, war sehr süß. War sehr süß, ne? Da hat er jetzt so ein bisschen Hundetraining gemacht mit den Hunden, so Slalom laufen und über Sachen springen und Frisbee fangen und so. War ganz cool, hat man noch ein paar Kinder auf die Bühne geholt, die noch mitgemacht hatten, hat denen wirklich gut gefallen. Die Hunde waren gut trainiert, haben schön gehört. Ja. Ja, und haben für alles ein Leckerli gekriegt, so wie es sein muss. Und wir laufen jetzt hier mal weiter und gucken mal, was es sonst noch hier so gibt. Es fehlt noch ein bisschen was. Und genau. Den Booster noch. Eine Rodelbahn haben wir noch.
Und den Booster, das ist so ein Kirmes-Propeller-Ding, müssen wir auch noch fahren. Ich weiß aber nicht, ob ich den fahre, weil der fährt hier ziemlich schnell. Mal gucken. Ich fahre. Jenny fährt. Was zur Hölle ist das? Sieht lustig aus. Sieht aus wie das Wasserrondell ohne Wasser. Gepaart mit so einer Whip. Mit so einem amerikanischen Fahrgeschäft. Aber ihr Erwachsenen scheint sehr viel Spaß zu haben. Ja, deswegen fahren wir das jetzt. Ich bin mal sehr gespannt. Sieht lustig aus. Coole Ding, Wildwechsel hieß es, gefahren. Das ist so eine Art Whip. Das war mega cool. Das habe ich noch nirgendwo anders gesehen. Man hat richtig Schwung gekriegt. Ging ein bisschen in den Magen. Total verrückt. Also wirklich lustiges Gerät. Muss man mal fahren. Jetzt will Jenny Booster fahren. Ich glaube, ich kneife heute, weil der Booster fährt hier immer Vollgas. Da gibt es keine Verschnaufpause, der gibt Gas. Und zwar, ja, mehr geht nicht einfach. Ne? Also fährt man sogar auf der Kirmes langsamer als hier. Von daher, ich mach das. Jenny macht das. Also, wie war's? Merkst du schon ganz gut in den Beinen, ne? So wie das, ne? Blut da so kribbelt. Also das Blut kribbelt nicht, aber die Beine kribbeln. Also jetzt gerade die Rückwärtsfahrt fand ich auch schlimmer als die Vorwärtsfahrt. Aber es war okay. Muss ich jetzt nicht dreimal hintereinander fahren, aber kann man auf jeden Fall machen, wenn man hier ist. Booster. Oder wie auch immer es heißt hier. Platzhirsch. Hier heißt Platzhirsch. Es Platzhirsch. Es besteht Anschlusspflicht. Zwiebel bitte nach vorne. Wenn Sie den Druck auf den Steuerungshebel verringern, fährt dieser automatisch zurück. So, jetzt geht's erstmal nach oben, damit es dann gleich wieder schnell runter geht. Naja, wenn die Kinder unten ankommen, komme ich auch bestimmt irgendwie unten an.
So, wir sind gerade den Alpine Coaster von Wiegand gefahren. War cool. Ist zwar nicht sehr lang, aber sehr flott. Also wenn man da die ganze Zeit Vollgas fährt, holla die Waldfee, das geht ab. Jetzt habe ich Muskelkater in den Beinen. Jenny hat gebremst. Aber ich muss sagen, ich habe auch zweimal, glaube ich, gebremst in der Bahn, wo ich dachte, bevor ich aus der Kurve fliege, der Rodel bleibt ja in der Bahn. Aber ob man selber in dem Rodel sitzen bleibt, das ist die Frage. Es war schon wirklich flott. Aber hat Spaß gemacht. Was gab es da unten noch? Da gab es noch so Wasserboote, wo man sich selber nass spritzen konnte. Das war ganz cool. Dann diese lustige WIP, die wir gefahren sind. Das war auch super. Den Booster, den Jenny gefahren ist, war auch super. Was war noch da? Sonst war nichts da, ne? Was zu essen. Was zu essen, ja, stimmt. Hamburger. Große Foodstreet da unten, kann man auch mitnehmen. Aber wir essen jetzt oben was? Wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich gibt es Pizza. Leckere, frische aus dem Ofen. Mega Mike cool. Bekommt Schinken und ich bekomme Salami, aber wir teilen auch ein bisschen. Was hat der Spaß gekostet? 22,80 Euro. Also die Pizza Salami allein und Schinken alleine 7,90 Euro. Und die Getränke jeweils 3,20 Euro plus Pfand. Das ist voll okay für den Preis. Guten Hunger. Guten Hunger. So, wir begeben uns jetzt mal Richtung Auto und haben hier einen wunderschönen Tag verlebt, ich finde. Ja, finde ich auch. Und unser Fazit machen wir gleich im Auto, oder? Wir gehen jetzt erstmal raus. Ja, unser Fazit gibt es gleich im Auto. Ja. So, ein Highlight haben wir noch vergessen. Das ist der traurige Bär, den zeigen wir jetzt mal. Oh Gott. Ich glaube, das ist das Parkmaskottchen, aber der ist so traurig. Ich glaube, der ist traurig, dass wir jetzt gehen. Hey! Hey, willst du eine Karte haben? Oh, mit dem Putze mit nach Hause. Wer will sich reinsetzen? Unser Fazit. Purzel ist doch nicht so traurig, wie wir dachten. Purzel ist der Bär. Ihr seht Purzel gleich nochmal im Abspann. Bestimmt. Ja, mir hat es ganz gut gefallen im Park. Ich finde die Mischung eigentlich ganz schön zwischen Fahrgeschäften und Tieren. Ja, ist halt für groß und klein etwas dabei. Also ich würde jetzt nicht jede Woche hier in den Park fahren, aber mal so alle 2-3 Jahre kann man hier mal hinfahren. Vor allen Dingen, wenn ihr vielleicht kleinere Kinder habt oder eine Familie, die ihr euch zwischendurch mal ausleiht. Viele Grüße an Katrin. Ja, was hat dir denn am besten gefallen? Oh, am besten gefallen hat mir mit Abstand der Freifallturm. Der war gut hier von Funtime, weil er... super intensiv, sind 5-mal gefahren, heute muss man mitnehmen, wenn man schon mal hier ist. Genau. Nicht so gut gefahren oder am schlechtesten gefahren hat mir das Wasserrondell, weil das seinen Zweck einfach nicht erfüllt, wenn das Wasser zu niedrig ist. Da kann man nämlich nicht hin und her pendeln, das war irgendwie doof. Ansonsten war der Park sehr sauber, sehr gepflegt. Was hat der Eintritt gekostet? Wir haben jetzt 30 Euro bezahlt, aber über Gutschein. Genau, über tripper.nl haben wir ein bisschen weniger bezahlt. Normalerweise kostet der Eintritt 37,50. Wir haben jetzt 29,90 bezahlt. Also schaut immer mal wieder im Internet und sucht mal irgendwie nach Rabatte Eifelpark Gondorf. Dann kommt ihr ein bisschen günstiger rein. Ja. Ansonsten findet man hier alles, was man auf einer Kirmes findet. Von der Wilden Maus bis Freifallturm bis Wildwasserbahn. Autoscooter gab es auch noch, bin ich gefahren. Großen Streichelzoo mit allerhand Tieren. Man kann hier weitläufig durchs Waldgebiet laufen. Hat uns positiv überrascht, der Park, glaube ich. War ganz gut. War ein schöner Tag. Wetter hat sich auch gehalten und ist sogar noch besser geworden. Wir fahren jetzt auch nach Haus. Genau. Haben jetzt noch ungefähr 2 Stunden vor der Uhr. Und dann sind wir wieder zu Hause. Und dann, seht ihr, können wir das nächste Video. Genau. Bis dann. Viel Spaß. Bis dann.